Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir mit dem DAISY Editor uns die Map ein bisschen umgestalten können, was für Sachen wir da so nutzen können und wie das Ganze funktioniert nachher mit dem Abspeichern und Hochladen bei Nitrado, damit das auch alles spawnt. Viel Spaß mit dem Video. Starten wir einfach mal. Da wären wir dann auch schon direkt im Editor. Ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Airfield. Dort habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar das Ganze. Wie wir sehen, überall da, wo so ein Marker ist, da sind halt einzelne Objekte hinterlegt. 182 Stück habe ich platziert. Diese Gegenstände, die werden jetzt geladen, noch bevor Loot oder sonst irgendwas geladen wird. Charaktere, das heißt, wenn ihr auf so einem Gebäude oder in so einem Gebäude drinne seid, dann spawnt ihr auch tatsächlich in oder auf dem Gebäude. Nicht wie es halt vorher war, dass wir das quasi als Event eintragen mussten und ja, teilweise dann auch schon mal tief gefallen sind. So, wir gucken uns einmal hier ein bisschen um. Und zwar habe ich hier eine Lagerhalle gesetzt, ein paar Hubschrauber reingepackt. Wir haben hier Hubschrauber stehen, die Lagerhalle ist neu, das Windrad ist neu. Dann haben wir hier so eine Aussichtsplattform. Die Militärzelte, hier die Medic-Zelte, die sind neu. Die Flugzeuge, die Autos. Der Kran mit dem Container dran. Hier auf dem Feld ein bisschen was platziert. Ja, so einen kleinen Bunker, wo man drauf gehen kann, wo man reingehen kann. Dann ein Tower aus Livonia. Wir haben hier hinten auf der gegenüberliegenden Seite eine Lagerhalle aus Livonia, ein paar Container und ja, ein kleines ATC, ein paar Zelte. Genauso hier hinten bei den Zelten habe ich ein bisschen was platziert. Auch eine weitere Lagerhalle, beziehungsweise zwei Lagerhallen und ein Hangar. Ja, auf die Hubschrauberlandeplätze halt Helis platziert. Auch hier ein Medic-Zelt, ein paar zerstörte Gebäude aus Livonia. Dann habe ich hier die Tizi-Plattform hingesetzt mit ein paar Sachen drauf. Und habe halt so ein bisschen das Airfield erweitert. Und das Ganze können wir uns jetzt abspeichern und für die Konsole nutzen. Und zwar müssen wir dafür einfach nur auf Datei gehen, exportieren. Und dann exportieren wir uns das als Objektspawner. Dann können wir nach ganz unten scrollen. Dort können wir einen Namen dann eintragen. Wir tragen da jetzt einfach mal Nordwest Airfield. Nordwest Airfield 1. Dann gehen wir auf Exportieren. Dann sagt er uns, er hat 182 Gegenstände gespeichert. Und ja, das Ganze gucken wir uns jetzt an, wie die Datei aussieht. Laden die bei Nitrado hoch und schauen dann mal auf der Konsole, ob es tatsächlich auch funktioniert hat. So, dafür gehen wir einfach in unsere Dateien, wo wir die abgespeichert haben, respektive da, wo wir uns die DAISY Mod hininstalliert haben auf unserem PC. Bei mir wäre das lokaler Datenträger, Benutzer, Dokumente, DAISY und dann haben wir da einen Ordner, der nennt sich Editor. Und wenn wir da reingehen, haben wir all unsere abgespeicherten Dateien, was wir wo bearbeitet haben. Da haben wir dann einmal unsere Nordwest Airfield 1.json Datei, die wir gerade abgespeichert haben. Diese öffnen wir uns jetzt einfach. Ich mache das mit Notepad++ und gucken einfach mal rein und sehen, okay. Hier haben wir unsere ganzen Gebäude. Diese Datei können wir jetzt so einfach übernehmen, ohne irgendwas dran zu verändern. Gehen dafür einfach in unseren Server bei nitrado.net und gehen da jetzt einfach in die Allgemeineinstellung. Scrollen da einfach mal nach ganz unten und haben hier dann stehen, verwende gameplay.json. Dort machen wir einen Haken und speichern das einfach ab.
Jetzt haben wir die Datei aktiviert, damit die gelesen werden kann. Was dadurch passiert, ist, dass wir dann halt kein Base Damage mehr einstellen können und Gegenstandsschaden, also von Zelten, Kisten und sowas. Wir können den Respawn-Dialog hier nicht mehr aktivieren und wir können das persönliche Licht und die helle und dunkle Nacht nicht mehr einstellen. Also hier über diese Einstellung allgemein. Dazu müssen wir jetzt in unseren Dateibrowser gehen, da wo wir unsere ganzen XML-Dateien haben. Dort haben wir jetzt ja den neuen Ordner Custom. Wenn wir da mal drauf gehen, seht ihr bei mir schon einige Sachen drin halt. Dann gehen wir einfach auf Datei hochladen, suchen uns unsere Datei, die wir abgespeichert haben gerade. Öffnen die, laden uns die hier in Custom hoch. Gehen wieder einen Schritt zurück. Gehen auf die Gameplay.json-Datei. Diese haben wir ja gerade aktiviert mit dem Haken setzen. Und hier tun wir jetzt zum Beispiel dann den Base Damage und sowas in dieser Datei einstellen. Und da haben wir dann hier unten einmal Objekt Spawner A. Wenn ihr noch nichts drin stehen habt, dann habt ihr jetzt hier nur Klammer auf, Klammer zu stehen. Und da rein schreibt ihr dann jetzt eure Datei. Ich mache das mal einmal hier raus. Und zwar schreiben wir jetzt einfach in Anführungszeichen Custom, Schrägstrich und dann den Dateinamen, den wir gelesen haben wollen. In unserem Fall dann jetzt Nordwest Airfield 1, Anführungszeichen. Und so sollte die Datei jetzt geladen werden. Wollt ihr mehrere Dateien gleichzeitig spawnen lassen, also lesen lassen, dann könnt ihr das einfach mit einem Komma trennen und macht genau das gleiche wieder, in Anführungszeichen, Custom, Schrägstrich und dann die Datei, die ihr hochladen wollt, wie sie auch immer heißt, keine Ahnung, Berge oder wie auch immer, und dann wieder halt in die Anführungszeichen setzen. Das Ganze speichern wir uns ab, tun unseren Server neu starten und dann schauen wir jetzt mal auf der Konsole, ob es auch so funktioniert hat. So, und dann schauen wir doch mal, ob ich da auch direkt am Airfield spawne. Theoretisch ja. Ja, und hier sehen wir schon den Hangar mit ein paar Gegenständen drin. Ist zwar jetzt gerade ein bisschen neblig, aber das soll dem Ganzen ja nichts. Sehen können, eigentlich ist alles gespawnt, was ich platziert habe. Und ja, auch hier hinten. Gebäude, die kaputten sind gespawnt. Und auch alles andere, was ich platziert habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und sag mal bis zum nächsten Mal.